ganz wichtig. Jetzt hat er auch noch meine Skelette getötet. Das waren meine Erfahrungspunkte. Naja, dafür rotten wir das ganze neue Lager aus. Kriegen wir auch Erfahrungspunkte für. So, eine gammelige Axt. Da hinten ist ein mies gelaunter Überdimensionaler. Keine Ahnung. Ja genau, mach einfach mal keinen Schaden. Treffen ja einfach. Ich, ja klar, ne, ich stehe auch nur vor dem. Ich muss ja nicht treffen. Wir sehen uns später noch, du Kackvieh. Ja, es ist so, wie es ist. Die Rüstung ist zum Kotzen. Was heißt zum Kotzen? Nein, nicht zum Kotzen, aber sie ist nicht gut genug. Also sie reicht dafür aus schon, um... ja gut, wir können auch gegen Orks kämpfen, allerdings sollte man nicht oft getroffen werden. Dafür reicht sie aus, gerade noch so, aber... Jetzt mal gegen riesige Viecher bringt sie gar nichts, die Rüstung. Wir dürfen aber nicht damit getroffen werden, das ist schwer. So. Wir sollen ja ohne Rüstung rein und wir haben den Ring angelegt. Ja, haben wir. Gut, dann mal ab ins alte Lager. Ah, es ruckelt ein bisschen, ne? Mach doch mal weiter Sprünge. Ja, genau so, da geht's viel schneller. Ja, aber auch abrollen. Ja, der Sprung war scheiße. Ja, das war auch scheiße. Ja, das war gut. Und das auch. Jawohl. Machst du super. Ja, das war nicht so. Naja, okay. Jetzt fängt sie da schön an zu ruckeln. Ach ja, das komplette alte Lager müssen wir natürlich auch noch ausräuchern. Fällt mir gerade so ein. Könnten wir ja vielleicht nebenbei machen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass wir da zwar ohne Rüstung reingehen, aber... Wie gesagt, wir sehen eigentlich ein bisschen verdächtig aus. Mit der Waffe am Rücken. Aber okay. Hey, wo willst du hin? Ich will ins Lager. Zeigst du unseren Ring? Warum hast du keine Rüstung? Ich war gerade in der Aussagestelle, das ist eine lange Geschichte, damit ich... Damit man mich besser fressen kann. Ne, ich war hier. Ich war gerade an der Austauschstelle. Gut, wenn ihr es unbedingt so wollt. Nein, ich bringe jetzt nicht um. Nein, 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 nein. Dazu werden wir noch Gelegenheit bekommen. Und Ultrasprung, yay. Hey, wo willst du hin? Ich will... Du trägst unseren Ring. Warum hast du... Ich komme von den Streitern hinaus. Ich will sie gar nicht hören. Ach so, ich sag, ich gehöre zu den Streitern Innus und der sagt nur, will ich gar nicht hören. Gute Torwachen. Ja, Desinteresse ist was ganz Schlimmes. Da kann man viele Fehler mitmachen. Oh, das ruckelt auch überhaupt nicht. Wen haben wir denn hier? Ach ja, klar, Schatten. Wer auch sonst. Also viele Leute sind hier nicht. Was ist das denn? Ah, das ist der Kalash oder Kalash, wie der heißt. Ich brauche eine neue Rüstung. Akatz schickt mich. Ah, einer der Streiter Innus. Was kann ich für dich tun? Wie ich bereits sagte, ich brauche eine Schattenrüstung. Ich habe dem König bereits oft geholfen. Jetzt musst du mir helfen, damit ich dir helfe. Klingt kompliziert. Ist es aber nicht. Weißt du,
Ich habe ein paar Probleme mit meinem Kollegen Fox. Er verteilt auch Rüstung und schnappt mir Kunden weg. Könntest du vielleicht... Ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr gut. Ich mache schon mal deine Rüstung. Ja, nett. Danke. Was? Fox wird ja keine Probleme machen? Ist er schon tot? Hä? Hab ich was verpasst? Hallo, hab ich was verpasst? Fox wird dir keine Probleme mehr machen. Naja, das würde ich nicht sagen. Der verteilt immer noch Rüstung. Komm erst wieder, wenn er nicht mehr da ist. Achso, ja, okay. Bäh, lass mich bloß in Ruhe. Entschuldigung, ja, war der falsche Satz. Ja, okay, gut, einen gewissen Fox. Sollen wir jetzt irgendwie umnieten oder was? Was ist denn das da für einer? Was ungedist. Kommen wir hier eigentlich einfach so rein? Hehe. Ich möchte kurz in Ruhe gelassen werden. Hehe. Truhen. Becher. Eine Schüssel. Kann man das Wolfsfell auch mitnehmen? Schade, nur Dekoration. Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Wenn man das so sagen darf. Verdammt. 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 Oh, mitgenommen. Die Träger mal kaputt gehen. Ein Kurzbogen. Danke. Danke. Dafür habe ich jetzt wie viele Dietriche verschwendet? 4, 5 Stück. Ja. Ja. Mitgenommen. Wie viele Dietriche haben wir noch? Nicht, dass wir keine mehr haben. Oh, 27, okay, gut. Gut, das klingt jetzt nach vielen. Das kann aber auch ganz schnell weg sein. So schnell, wie wir hier die verballern. Ja, seht ihr? Ja. Das gibt's doch nicht. Toll, was zu essen. Bevor wir die Hälfte nicht brauchen. 23 Dietriche, naja. Jetzt haben wir alles ausgeräumt hier, ne? Oder? Ne, das hatten wir auch schon, genau. Gut. Na dann. Oh. Da drin ist ganz nett. Wollten wir nur gerade die Wohnung angucken. Besichtigung und so. Was? Wer hat mich gewarnt? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Hallo? Aua! Hey! Aua! Aua! Okay, das war vielleicht keine gute Idee. Moment, hatten wir jetzt die schon offen? Ja, okay. Gut, gerade gucken. Naja, wir haben richtig gespeichert. Okay, die sollte man nicht einfach so öffnen. Okay, jetzt suchen wir mal einen gewissen Fox erstmal. Da könnt ihr einen drauf lassen, dass wir hier alles ausnehmen werden. Das ist doch wohl klar. Okay, das ist ein normaler Schatten. Da oben sind natürlich auch die starken Gardisten. Auf die müssen wir aufpassen. Die könnten echt Probleme machen. Ah, oh, gute Karl ist auch weg. Dann motzt er uns nicht an. Zählen da hier irgendwo ein Gardist? Nein, echt nicht. Da gucken wir uns mal die Hütten da an. Das gibt's da nicht.
Wow. Ist das viel? Der war der Dietrich nicht wert. Wow, und Wasser. 3 Käse, 4 Erz. Auch das war der Dietrich nicht wert. Also sprich, was kosten Dietrich so? Na gut, 10, ja, okay. Und hier ist auch niemand. Hallo, lass mich mal durch, Mann. Was, keine Truhe? Beschiss. Was ist denn das für ein Service? Hey, nicht mal eine Truhe zum Ausrauben. Da ist einer. Toll. 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 Ja, das war es jetzt schon nicht mehr wert. Ich guck gerade mal, was die Kombination ist. Auch nur so simpel. Ja. Die ist auch noch so simpel, das gibt's echt nicht. Jetzt habe ich sie schon wieder vergessen. Ich muss gerade nochmal. Na, das gibt's doch nicht. Komm jetzt. Das war das Falsche. So, jetzt aber. So. Ja, und hier ist auch was drin. Sogar eine Spitzhacke. Die sind so auch so selten hier in der Umgebung. So eine Spitzhacke. Noch nie gesehen. Ach, guck mal hier. Warum lade ich eigentlich neu? Ich habe die Kiste noch gar nicht geöffnet. Ach, was soll's. Komm, das kriegen wir jetzt hin. Ach, ging sogar. Oh, und da ist auch sogar was drin. Gut. Ich muss mir das jetzt mal auch gerade mal kurz merken. Also in dem Bereich hier bis zu Kyles Hütte, den haben wir schon mal leer geräumt. Da oben ist allerdings ein Gardist. Ob der uns einfach da immer ins Haus lässt, weiß ich nicht. Na und, merkt er was? Können wir eigentlich schleichen? Nein, noch nicht. Schade. Hallo, Kollege. Na, merkst du was? Gut, anscheinend nicht. Oh, eine große Truhe. Jawohl. Jawohl. Das war schon wieder so simpel. Meine Fresse. Mann, Mann, Mann. So. Was war das gerade mal für eine Kombination? So, ja. So. So. Oh, 2 Tränke. Haben wir ja auch bis jetzt nur ein paar 40 Stück. Ich habe nichts gemacht, Kollege. Keine Sorge. Ich bin unschuldig. War ich schon immer. So. Sieht er uns? Hallo, Kollege, na? Macht sie was aus? Das ist dem auch scheißegal. Naja, okay. Gut. Okay. So. Nehmen wir alles mit. Und tschüss. Jetzt haben wir doch schon ganz schöne Menge ich sag mal geplündert. Wie viel Geld haben wir denn momentan? 2400. Ach, wir haben auch 100 Reispflanzen.
Wo haben wir die neu her? Keine Ahnung. Hat er was gemeint? Nee, ne? Gut, dann.